postkartenmäßig sieht es hier aus. Tatsächlich mitten in Tokio, hinter mir Tokyo Tower. Normalerweise bin ich oft bei Skytree, der höchste Turm. Das ist der alte Fernsehturm. Manch einer wird sich an den Eiffelturm erinnert fühlen. Aber tatsächlich bin ich in Tokio. Das Gebäude hinter mir ist da ziemlich klarer Beweis dafür. Es sieht bildschön wunderbar aus. Mustergültig, könnte man sagen. Und genauso ähnlich sieht es im Chart aktuell aus, wenn man nämlich auf die Indizes guckt. Beispielsweise der amerikanische Markt, der Dow Jones, den haben wir heute als Trade des Tages, da will ich gar nicht so viel von erzählen. Aber auch auf ganz kurzfristiger Ebene, wer selber ein bisschen schauen mag, könnte mal beim S&P gucken, beim Nasdaq, da haben wir ähnliche Bilder wie die, die wir ganz oft auch ansprechen, nämlich eine schöne, scharfe Bewegung nach oben in dem Fall und eine wackelige nach unten. Also je nachdem, auf welcher Zeitebene man unterwegs ist, hat man hier die Chance, auch im kleinen Bildschirm mitzumachen oder eben, wie angedeutet, vielleicht eine Portion größer, das, was wir beim Dow Jones heute besprechen. Wer sagt, aufwärts ist ja die eine Richtung, gibt's auch was für abwärts? Jawohl, wir haben etwas im Gold aktuell. Mal vielleicht da drauf gucken, dort haben wir als letztes eine Schubbewegung klar nach unten und eine wackelige Bewegung nach oben. Also auch dort mustergültig und wunderschön anzuschauen und dementsprechend vielleicht vor dem Wochenende nochmal das ideale Szenario, um dort hier in den Markt reinzukommen. Das ist natürlich nicht alles, davon gibt es wahnsinnig viele. Und wenn Sie sagen, ich gucke doch selber gerne, dann sind Sie eingeladen, heute Nachmittag am Chart einfach selber mal drauf zu gucken, was heute am Brückentag, vielleicht mit ein bisschen weniger Volumen als normalerweise, denn so geht. Terminlich heute nicht wirklich viel auf dem Plan, dementsprechend einfach mal gucken, was der Markt uns so bietet. Und wer gar nicht weiß, was tun, der guckt sich einfach immer unseren Trade des Tages an, denn da stellen wir eine konkrete Idee vor und die können Sie x-beliebig mal kopieren, denn der Markt bietet so viel davon. So viel bietet Tokio auch, aber ich bleibe jetzt an dieser Stelle, werde aber die Kamera jetzt dicht machen, mich auch wieder gleich an den Handelsplatz setzen und vielleicht sehen wir uns dort ja wieder oder bei Gelegenheit in Tokio. Bis dann, ein schönes Wochenende.